fest gerostet. Jetzt mal im Ernst, wo ist die denn hingelaufen? Nach unten zu Wesker? Die weiß doch gar nicht, was los war. Nee. Übersehe ich hier irgendwas auf der Karte? Irgendwas, was blinkt, wo ich hin soll? Außer der Raum, der jetzt blinkt, weil ich hier bin. Quatsch. Ich versuche jetzt einfach nochmal nach unten zu fahren. Ansonsten, ist hier eins der Labore da. Der Dia. Habe ich da irgendwie drauf gepasst? Also ihr merkt, ich bin verwirrt. Und wahrscheinlich lacht er mich auch aus, wenn einer von euch das Spiel schon mal gespielt hat. Aber so bin ich nun mal. Kein Plan. Ist übrigens noch rot, das heißt, irgendwas liegt hier irgendwo noch rum. Ich kann eh nichts aufsammeln. Ist verdammt dunkel hier. Wie soll man denn hier was sehen können? Hier blinkt auch nichts. Ach, da. Ich glaube, das sind zweimal Gewehrmunition. Ja. 12 Schuss fürs Gewehr. Eigentlich sehr wertvoll. Also hier ist Jill nicht. Irgendwas habe ich hier echt total vermasselt. Wesker liegt da auch noch rum. Ne. Ja. Irgendwas habe ich total verkackt gerade. Was geht's denn hier lang? Achso. Ja. Habe ich eben gesagt, ich bin heiß darauf, das Spiel zu beenden. Wenn ich so weitermache, dann bin ich da in 3 Jahren immer noch dran. Ja, so ist es. Ja, dann gehe ich mal in eins der Labore gucken. Ich habe auch gar nicht. Ich habe nur gedacht, hier, komm her. Kann der dann nur irgendwo da sein? Aber was will sie denn dort? Das hat ja irgendwie doch keinen Sinn. Gucken, ob sie nicht hier im sicheren Raum ist. Dann scheitert es daran, dass ich einfach Jill nicht mehr wiederfinde, die ich erst gerettet habe. Das war auch schon irgendwie. Ja. Nicht schön. Ja, was soll man dazu sagen? Na, ich bin ein bisschen doof. Stimmt auch. So. Hier hat sie mir zum letzten Mal gesagt, ich soll ihr folgen. Ist sie dann hier reingerannt, anstatt durch die große Tür? Oder vielleicht drüben, nebenan, der Tür? Ich werde hier mal selbst ein Zombie. Gibt's doch nicht. Ja, spielen wir mich gerade verarschen. Nee, die ist auch viel weiter gelaufen. Die ist durch die Tür. 100 Pro. Ich hab sie verloren. Maul, du gehst mir gerade auf die Nüsse. So. Hast du nun davon? Wo ist Jill? Du kopfloses Wesen, du. Tja, hier unten bleibt ja dann eigentlich nur noch das eine Labor. Und zwar dort, wo ich die Codes eingegeben habe. Vielleicht hat sie da auch noch einen Code für mich.
wäre dann hier drin. Ansonsten sagt. Der hat nur gesagt, folge mir oder so. Der hat nicht gesagt, komm nach oben, nach unten. Hier ist auch nicht. Glaube ich nicht jetzt gerade, ne? Ist sie vielleicht doch nach draußen? War das vielleicht doch richtig, ich muss nach oben, denn da war der Tür, die ich nicht öffnen konnte, gleich über dem sicheren Raum. Dann hoffe ich jetzt mal, dass es dann auch so ist. Schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Und ich hoffe, ich bin sogar richtig. Ah, geil. So. Dann verballere ich einfach nochmal einen Ingrim. Ich muss dafür kurz was austauschen. Ach. Komm, lass mal das Gewehr mal kurz. So machen wir's. Ich denke, das ist kein Fehler, wenn wir das machen. Und ich habe es eben schon mal angedeutet und jetzt sage ich wirklich auf zum Endspurt. Das kann jetzt nur die große Flucht hier bedeuten. Ich will erstmal dieses Gewehr leer schießen, bevor dann später nochmal der Tyrann kommt, und der wird nochmal kommen, definitiv. Das kann nämlich nicht alles gewesen sein. Sag was, kann ich mit dir reden? Achso, ja, so einfach ist es. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr, das heißt, jetzt hätte ich sogar noch Platz für ein bisschen Munition. Jetzt wird's spannend. Trommelwirbel. Tram. Was passiert jetzt? Heilung. This is Brad. Running out of fuel. This is your last chance. If there's anyone alive, give me a sign. I repeat, this is your last chance. Gut, Jill. Also, unsere letzte Chance. Was liegt denn darum? Was ist das denn? Flammenwerfer oder was? Sicherungskasten. Aber gleich einen ganzen Kasten nehmen wir mit. Klar. Komm, das ist doch viel zu leicht, oder? Das ist doch zu leicht. Take care of them. But Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Okay, Jill, danke schön dafür.
Danke für die gute Zusammenarbeit, dass du mir sehr geholfen hast. Naja. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Signalraketen. Also, wir sind hier echt kurz vorm Durchbruch, Leute. Das sieht auch wie die allerletzte Fight Area aus. Schön groß. Hier kann also alles passieren. Ich glaube, ich soll die Leuchtraketen gleich losschießen von hier aus. Mach ich doch einfach mal. Ja, schnell. Ich glaub's ja nicht. Hat er jetzt echt noch gedacht, da kommt jetzt noch irgendwie das große Drama? Dem war aber nicht mehr so. Und dann verkacke ich auch noch, weiß ich nicht, ca. 20 Minuten den Ausgang zu finden, was so leicht war. Ich bin tatsächlich froh, das Spiel durchgespielt zu haben, jetzt endlich. Und ich behaupte jetzt mal, das war wirklich fast ein Jahr, so ein Dreivierteljahr, ein Jahr, tatsächlich für jetzt schätzungsweise 55 Folgen oder höchstens 60. Ich bin auch froh, dass ich das Spiel überhaupt noch mal gespielt habe, denn hat echt Spaß gemacht. Ja, ich bin fertig, hurra! Ich glaube, so lange habe ich noch nie für eine LP gebraucht, als ob ich jetzt schon 100 Milliarden LPs gemacht hätte. Mein Gott. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, schaut auf unserer Internetseite, da gibt es noch ein bisschen mehr zu sehen, ein bisschen mehr Let's Playern, einige Specials, ja, so viel jetzt zur Werbung in eigener Sache. Ich lasse euch jetzt mit dem Rest hier alleine und hoffe, ihr schaut dann auch demnächst wieder bei uns rein. Vielen Dank und tschüss. Chris, you did a fine job.